Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist mit dieser knackigen heutigen Yoga-Klasse. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Herzlich willkommen und Namaste. Ja, diese Yoga-Klasse ist sehr schön geeignet, wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen mehr Stabilität und Zentrierung oder dadurch auch eine innere Balance und ein gutes Gleichgewicht für den Alltag, um einfach gut gerüstet zu sein und die Herausforderungen, die da auf dich warten, wieder anzunehmen, innerlich gestärkt und ein bisschen mehr im Gleichgewicht bei dir selbst. Es wird eine Yoga-Klasse sein, die uns heute in die Balance führt, aber auch in die Körpermitte bringt. Und da brauchen wir eine gute Aktivität, also eine gute Bauch- und Rumpfmuskulatur. Die werden wir noch erarbeiten als Vorbereitung zum Hauptteil dieser Yoga-Klasse. Und ich bitte dich einfach, das mitzumachen, was für dich heute angenehm ist, sodass du dich herausforderst, aber auch nicht überforderst und du immer wieder so ein schönes Wohlgefühl hast oder eben Lust auf mehr hast. Und freue mich, ja, dich gleich auf der Matte zu sehen. Lass sie uns ausrollen und starten. Gut, ich möchte mit dir zunächst im Vierfüßler beginnen und uns ein bisschen vorbereiten, also den Rücken und die Gelenke mobilisieren und danach gehen wir in einen Bewegungsfluss und dann in die Kraft und in die Stabilität im Gleichgewicht. Also, los geht's im Vierfüßler. Dann kommen wir dich hier gemütlich an und du kannst ja wieder die Füße aufstellen oder ablegen. Eins von beiden ist schöner für die Kniegelenke. Du kannst die Handgelenke genau unter die Schultern setzen oder, wenn die Handgelenke sich ein bisschen mehr entspannen dürften, dann auch ein kleines bisschen vor die Schultern aufsetzen. Dann spreiz die Finger weit auseinander und lass uns in einen Bewegungsfluss des Rückens eintauchen. Wenn du ausatmest, kommst du in den Katzenbuckel. Du rollst dich ganz sanft, wunderschön ein. Und wenn du einatmest, gleitest du in den Pferderücken, tauchst mit der Wirbelsäule in den Schulterbereich ein und bringst den Blick vor. Mal ausatmen in den Katzenbuckel, Bauchnabel heben, Flanken heben, Hände in den Boden schieben, Kopf einrollen, einatmen zum Pferderücken, Wirbelsäule taucht ein, tauchst in die Schultern ein, bringst den Blick nach vorn. Noch 3, 4 Runden für dich. Ja, dann probiere hier schon die Atmung gleichmäßiger werden zu lassen. So dass nicht der eine Atemzug schneller oder aktiver ist als der andere, sondern lass die Atmung gleichmäßiger werden. Dann hast du auch schön viel Zeit für die Bewegung des Rückens. Beginn also nochmal diese Sequenz. Ja, und dann komm mit dem nächsten Ausatmen in die Position des Kindes. Dafür legst du dich auf die Oberschenkel ab, lässt die Arme in Ruhe nach vorn ausgleiten und senkst die Stirn ein wenig Richtung Erde. Ich möchte mit dir jetzt in die kleine Welle auftauchen. Komm mit einem runden Rücken dafür wieder nach oben in den Katzenbuckel, rollst dich schon ein, dann gleitest du weich in den Pferderücken und kommst schon zurück in das Kind. Legst dich wieder auf die Oberschenkel ab, schiebst das Gesäß Richtung Fersen. Wenn du einatmest, kommst du hoch in den Katzenbuckel und in den Pferderücken. Und wenn du ausatmest, sinkst du zurück in die Haltung des Kindes. Mach das hier auch weiter, 3, 4 Runden noch. Und schau immer wieder, dass die Atmung schön gleichmäßig wird. Ja, die Ausatmung ist ja hier ein bisschen direkter, also der Weg des Kindes direkter. Aber lass die Ausatmung genauso lang werden wie die Einatmung auch. Und das ist schon so eine schöne erste Wahrnehmungsübung für den Geist, um ihn auch zu zentrieren. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann bleibst du einen Moment in der Position des Kindes, schiebst hier dein Gesäß Richtung Fersen und dann komm auf die Fingerkuppen und krabbel mit den Fingern ein bisschen weiter nach vorn. Dann werden die Flanken deines Körpers schön lang. Und dann lass dich lang ausgestreckt hier nochmal das Gesäß zurückschieben. Dann leg die Hände flach wieder zurück und lass uns gemeinsam in die große Welle auftauchen. Wenn du einatmest, kommst du wieder hoch in den Katzenbuckel, gleitest in den Pferderücken über und dann ausatmen, eine kleine Änderung, Füße aufstellen, schieb dich nach hinten hoch zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, senkst du die Knie, kommst in den Katzenbuckel zurück, gleitest in den Pferderücken über und ausatmen, kommst du zurück zum Kind. Ich begleite dich nochmal eine Runde. Einatmen nach oben, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Becken schiebst du hoch, Fersen senken tiefer. Einatmen zurück, der Katzenbuckel und in den Pferderücken gleiten.
Ausatmen, zurück in die Position des Kindes. Und mach das hier auch noch 3, 4 Runden im eigenen Fluss weiter. Auch hier immer mit dem Fokus auf die Atmung, sodass sie schön gleichmäßig werden kann. Ja, eine schöne gleichmäßige und doch aktivierende Atmung, die dir frische Energie schenkt für die Erfahrungen, die noch vor uns liegen, für die Momente, in denen wir uns noch stärken werden. Und darauf kannst du dich schon mit der Atmung vorbereiten, also ruhig ein bisschen intensiver, ein wenig tiefer atmen. Ja, wenn du das nächste Mal im abwärtsschauenden Hund angekommen bist, dann bleib hier. Und finde dort schöne Bewegungen für dich. Ja, alles bewegen, was sich gut anfühlt. Weil dorthin bewegen, wo Bewegung hineinfließen darf. Das können beispielsweise die Füße sein, wenn du die Fersen hebst und senkst. Die Beine, die du abwechselnd beugst und streckst. Es kann ein Becken sein, das nach rechts und links schaukelt. Es können die Schultern sein und der Kopf sein, wenn du dich mal hier schön durchbewegst. Gut, dann lass die Bewegung ausklingen und komm in eine Form, komm in diesen abwärts schauenden Hund. Spinne mal die Hände, fächer die Finger breit auf, drück die Fingergrundgelenke in den Boden, schieb die Hände in den Boden und zieh dein Becken nach hinten hoch und die Fersen ein bisschen tiefer. Nochmal ausatmen, schieb dich lang, einatmen, roll dich vor in den hohen Liegestütz, ausatmen, schieb dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Das hier auch noch 3, 4 Mal. Einatmen nach vorn, hoher Liegestütz, ausatmen, wieder zurückschieben, abwärts schauender Hund. Nochmal einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz, ausatmen, zurückschieben, abwärts schauender Hund. Letzte Runde, einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz und dann bleib hier, atme ein paar Mal tief durch. Bitte dich mal, dich zu strecken, also die Fersen wegzuschieben und den Scheitel nach vorn zu ziehen. Dann schieb die Hände in den Boden und heb dich zwischen den Schultern schön weit nach oben heraus. Ja, so spann dein T-Shirt zwischen den Schultern auf. Und nochmal einatmen, zieh dich ein bisschen weiter nach vorn und dann ausatmen, legst du dich langsam am Boden ab. Versuch das mal schön langsam zu machen, die Ellenbogen nah an den Körper abzulegen. Wunderbar. Tief durchatmen, leg die Füße lang ab. Lass ruhig ein paar Mal dein Becken nach rechts und links schaukeln. Beweg auch gern die Handgelenke und die Schultern durch. Gut, und dann komm wieder an, stütz die Hände ein bisschen weiter nach hinten Richtung Ellenbogen. Schieb die Hände sanft nach hinten, sodass du nach vorn gleitest auf der Matte und dein Brustbein nach vorn hochhebst. Auch hier einmal einatmen, heb dich ein bisschen höher heraus und ausatmen, senkt dein Brustbein wieder tiefer. Nochmal einatmen, den Oberkörper heben, Brustbein nach oben ziehen und nach vorn schieben. Ausatmen, wieder tiefer ablegen. Jetzt mit den Beinen in Kombination einatmen, Brustbein heben, die Innenseiten der Beine hochziehen. Ausatmen, Beine und Brustbein wieder tiefer legen. Nochmal einatmen, Innenseiten der Beine hochziehen, Brustbein heben. Ausatmen, Beine ablegen, Brustbein senken. Letzte Runde. Einatmen, die Beine strecken und heben, Brustbein heben. Und ausatmen, hier bleiben. Tief durchatmen. Zieh dich an den Enden deines Körpers ein bisschen weiter auseinander, also schieb die Zehen von dir weg, zieh dein Brustbein nach vorn und nochmal an diesen Enden hebst du dich mit dem Einatmen deutlich höher, spür die Kraft deiner Rückseite und ausatmen, legst du die Beine zurück, das Brustbein ein bisschen tiefer, lass die Beine am Boden, einatmen, heb nur dein Brustbein nach vorn hoch, rollt die Schultern zurück, ausatmen, schieb dich zurück, den abwärts schauenden Hund. Mit dem Einatmen die Knie wieder senken, kommst du in den Katzenbuckel, in den Pferderücken. Mit dem Ausatmen zur Position des Kindes. Einatmen nach oben in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, läufst du mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Und dann beug die Knie an und ausatmen, eine schön weiche Vorbeuge nach unten. Bleib hier ein paar Momente. Gerne mal mit schönen kleinen Bewegungen für die Schultern, die Hände, Handgelenke, aber auch den Nackenbereich. Also ganz weich nach unten gleiten. Gut, dann stützt die Hände auf die Oberschenkel, roll dich in die Hocke nach oben und hier nochmal schöne Bewegungen finden. Überall dorthin, wo Spannungen sich lösen können.
Dann drück die Füße in den Boden und komm langsam weiter hoch zum Stehen. Ja, auch noch gern mal die Arme und Schultern locker ausschütteln. Und wir gehen in einen Bewegungsfluss über. Treffen uns am vorderen Teil der Yogamatte wieder. Bringen hier die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander. Dann beug die Knie ein wenig an. Tauch ein Richtung Knie und zieh dich über vorn wieder nach oben hoch. Streck dich auseinander. Dann breite die Arme aus und verneig dich ganz weich in die Vorbeuge nach unten. Komm in die halbe Vorbeuge nach vorn. Streck dich ganz weit nach vorn. Dann gleite in die ganze Vorbeuge zurück nach unten. Atme aus. Den rechten Fuß mit dem Einatmen weit zurücksetzen. Lass das Becken einen Moment tiefer sinken. Ausatmen. Man nimmt den linken Fuß nach hinten, der abwärts schauende Hund. Einatmen, die Knie senken, komm in den Katzenbuckel und den Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen wieder nach oben in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Jetzt hebst du dein rechtes Bein nach hinten hoch im Einatmen und schiebst ausatmend beide Fersen weg. Die rechte nach hinten, die linke nach unten. Einatmen, schwing dich nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, langsam nach vorn und ablegen. Einatmen, das rechte Bein gerne gehoben lassen für die Kobra. Ausatmen, mit ganz viel Körperspannung zurückschieben, dieser einbeinige, abwärts schauende Hund. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn Richtung Hände schwingen, Becken tiefer senken. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, breite die Arme aus, streck dich langsam nach oben in den Stand. Und ausatmen, bringst du die Hände zurück zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen. Zieh dich über vorn nach oben in die Welt. Ausatmen, breite die Arme aus und verneig dich weich nach unten in die Vorbeuge. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn, ziehst dich nach vorn lang. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Der linke Fuß im Einatmen weit zurück, Becken tiefer senken. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, die Knie senken, komm zum Katzenbuckel, zum Pferderücken. Ausatmen, zum Kind. Einatmen, wieder nach oben in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, zum rechten, linken Bein nach hinten oben. Und ausatmen, beide Fersen wegschieben, die linke nach hinten, die rechte nach unten. Einatmen, in den hohen Liegestütz nach vorn. Ausatmen, kontrolliert nach unten ablegen. Einatmen in die Kobra, linkes Bein gern gehoben lassen. Ausatmen mit viel Körperspannung, zurück in den abwärts schauenden Hund. Linkes Bein nochmal heben und einatmen und jetzt den Fuß im Ausatmen wieder am Boden aufsetzen. Lass uns mal ein paar Atemzüge hier bleiben im abwärts schauenden Hund. Du kannst das gerne nochmal für dich justieren. Ja, vielleicht ein bisschen mehr strecken, mehr hineinreckeln in diesen Asana. Mal einen Moment hier ankommen. Atme in den Rücken. Schön gleichmäßig, aber auch aktivierend. Und mit dem Einatmen senkst du die Knie in den Katzenbuckel nach unten, gleitest in den Pferderücken über und ausatmen kommst du die Position des Kindes. Bleib hier auch ein paar Atemzüge und bring die Handrücken zum Boden. Um einfach mal die Hände und Handgelenke ein bisschen zu verwöhnen, dann so schöne Kreise machen und ähnliches, sodass sich das für dich gut anfühlt. Ja, so nimm einen Teil der Spannung aus den Gelenken wieder heraus und wechsel dann bitte mit mir zurück in den Vierfüßler. Komm wieder nach oben. Ja, lass die Füße diesmal abgelegt, bring die Fußrücken zum Boden, die Hände unter die Schultern jetzt auch. Die Finger weit auffächern und die Fingergrundgelenke in den Boden saugen. Gut. Mit dem nächsten Einatmen streckst du das rechte Bein nach hinten weg, schiebst die Ferse weg, das rechte Bein parallel zum Boden. Mit dem Ausatmen führst du dein rechtes Knie zum Brustkorb oder zur Nasenspitze, der Rücken wird rund. Einatmen, rechtes Bein nach hinten schieben. Ausatmen, wieder einrollen, Knie und Nasenspitze oder Stirn nähern sich an. Nochmal einatmen, auseinanderziehen, bring auch den linken Arm nach vorn, diagonal strecken. Ausatmen, Ellenbogen oder Hand zum Knie, Rücken runden. Noch 3-4 Mal im eigenen Fluss, diagonal einatmen, strecken. Ausatmend unter dem Körper einrollen.
Auch hier gleichmäßig und doch aktivierend atmen. Beginn noch einmal, wenn du einatmest, den linken Arm und das rechte Bein auszustrecken und ausatmen, bring nur den linken Arm zurück zum Boden. Gut, hier weiter atmen, rechtes Bein schiebst du von dir weg. Einmal einatmen und ausatmen für das rechte Bein zur rechten Seite. Versuch es über den Boden zu halten, schieb jetzt die Ferse weg. Einatmen, rechtes Bein nach hinten schwingen, ausatmen, rechtes Bein zur rechten Seite bringen, nochmal einatmend, rechtes Bein nach hinten schieben und ausatmend den Fuß nach vorn bringen. Und dann setzt den rechten Fuß rechts neben dir auf, ja, so dass du einfach den Fuß gut am Boden aufsetzen kannst. Die linke Hand nochmal gut gewichten und dann bringst du den rechten Arm über die Seite nach oben, streckst dich nach oben hoch und atmest ein. Ausatmend fädelst du den rechten Arm unter der linken Achsel hinweg. Dann dreh dich ein bisschen nach links ein. Einatmen nach rechts, wieder aufdrehen. Ausatmen nach links, einrollen. Auch hier noch 2-3 Mal. Gut. Wenn du das nächste Mal mit dem Einatmen den rechten Arm über die Seite hochbringst, dann bleib hier einen Moment. Der Blick kann gerne auch dem rechten Arm nach oben folgen. Mal tief durchatmen. Mit dem Ausatmen bringst du die rechte Hand wieder zurück zum Boden unter die rechte Schulter. Einatmen. Das rechte Bein wieder anheben und ausatmen, den rechten Fuß nach hinten bringen und hier jetzt hinter dir flach aufsetzen. Also rechtes Bein macht noch diese Auswärtsrotation, Ferse ist nach innen abgesetzt. Der linke Fuß und rechte Ferse können so fast in einer Linie sein. Immer noch linke Hand gut erden. Jetzt bringst du mit dem Einatmen den rechten Arm über die Seite nach oben. Und ausatmen, Bauchnabel einsaugen, Beckenboden schließen. Der Blick entweder nach unten, zur Seite oder dem Arm nach oben folgen. Merkst du gut, du brauchst viel mehr Körperspannung jetzt. Atme trotzdem tief weiter. Das zentriert den Körper, aber auch gut den Geist. Gut. Dann mal den Blick langsam wieder nach unten. Lass uns mal einen kurzen Moment das rechte Bein nach oben heben. Ja, da passiert ganz viel Körperspannung. Nochmal hier tief atmen und dann das rechte Bein wieder aufsetzen. Linke Hand immer noch gut geerdet, den rechten Fuß in den Boden drücken, sodass du das linke Knie ein Stück hochziehen kannst. Jetzt schiebst du das linke Bein nach rechts, schieb die Ferse weit weg und dreh dich ein bisschen weiter auf. Noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Lass es ruhig ein bisschen vibrieren im Körper. Und dann komm langsam zurück zum abwärtsschauenden Hund. Schieb dich nach hinten hoch. Tief durchatmen. Wunderbar. Einatmen in den hohen Liegestütz. Ausatmen zum Boden ablegen. Einatmend in die Kobra aufrollen. Ausatmen zurückschieben. Abwärtsschauender Hund. Einatmen die Knie senken in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, die Position des Kindes. Bleib hier ein paar Momente, atme wieder tief durch und beweg nochmal die Handgelenke. Gut, dann wechsel wieder hoch in den Vierfüßler. Ja, die Füße hinten ablegen, die Hände unter die Schultergelenke positionieren. Und dann stell den linken Fuß auf und wenn du einatmest, schiebst du das Bein nach hinten und hebst es parallel zum Boden an. Ausatmen, linkes Knie zur Nasenspitze, Rücken wird rund. Einatmen, wieder ausstrecken. Ausatmen, linkes Knie nach vorn, Rücken runden. Nochmal einatmen, ausstrecken. Ausatmen, Knie wieder heranziehen. Letzte Runde hier, einatmen. Und jetzt den rechten Arm nach vorn bringen, neue Runde, ausatmen, Ellenbogen oder Hand zum Knie, Rücken rund, Bauchnabel einsaugen, einatmen, diagonal strecken, ausatmen, wieder einrollen. Auch hier noch 3, 4 Runden.
Schön tief und Atemfluss zentrierend. Ja, immer mit dem Ausatmen in die Mitte des Körpers kommen, mit dem Einatmen strecken. Gut, mit dem nächsten Einatmen noch einmal ganz lang werden und nur den rechten Arm im Ausatmen zurück zum Boden bringen. Gut, schieb jetzt die linke Ferse von dir weg, dreh das Bein auswärts, die Zehenspitzen zeigen nach links, mal einatmen, lang machen im Bein, ausatmen, das linke Bein nach links schwingen, fast parallel zum Boden, einatmen, zurückschieben, ausatmen, nach links, einatmen, zurück nach hinten und nochmal ausatmend, das Bein nach links, dann stell den Fuß am Boden auf. Ja, so schön den Fuß wieder flächig aufsetzen. Die rechte Hand nochmal unter die rechte Schulter erden. Mit dem Einatmen den linken Arm über die Seite nach oben bringen. Und im Ausatmen fädel den linken Arm unter der rechten Achsel hinweg. Mach das für dich weiter. Einatmen, streck dich. Ausatmen, roll dich ein. Bauchnabel ein bisschen einsaugen. Drei Runden noch. Gut, mit dem nächsten Einatmen zieh dich noch einmal nach oben, bleib hier einen Moment, atme tief weiter. Und dann komm mit dem Ausatmen mit der Hand wieder zurück zum Boden. Heb dein linkes Bein einatmend an und ausatmen, schieb den Fuß wieder nach hinten und setz den Fuß hinter dir flach auf. Ungefähr so, dass die Fersen beider Füße in einer Linie sind. So rechtes Knie stützt du gut auf, rechte Hand stützt dich und dann bringst du den linken Arm über die Seite wieder nach oben hoch. Ja, braucht ein bisschen mehr Körperspannung hier. Der Blick nach unten zur Seite oder dem linken Arm folgen. Und immer mit dem Einatmen ziehst du dich lang, ganz auseinander. Mit dem Ausatmen sammelst du dich in der Mitte deines Körpers. Also schließ den Beckenboden, sauch den Bauchnabel ein bisschen ein und atme weiter. Gut. Und dann bring den Blick wieder nach unten und versuch mal einen Moment mit dem Ausatmen, ganz in Ruhe, mit viel Kraft das linke Bein nach oben zu heben. Sehr schön, es braucht viel Körperspannung. Bewahr sie, zentriere dich, nochmal tief atmen und dann langsam wieder lösen, linken Fuß wieder aufsetzen. Jetzt drückst du den linken Fuß und die rechte Hand in den Boden und ziehst dann im Ausatmen das rechte Knie hoch und schiebst das Bein nach rechts, nach links weg. Atme hier weiter, mal halten, dich spüren, vibrieren lassen, zentriert werden und gleich geschafft. Langsam zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen nach unten ablegen. Einatmen in die Kobra gleiten, ausatmen zurück, der abwärts schauende Hund. Einatmen die Knie senken, der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend das Kind. Wir bleiben in der Symmetrie des Körpers. Wieder einatmen, kommst du hoch, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund, einatmen, die Knie wieder senken, der Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmen, das Kind und nochmal in deinem Rhythmus durch diese schöne Wellenbewegung hindurch. Lass dir gerne ein bisschen mehr Zeit. Gut, und dann lande in der Position des Kindes. Bring da gern die Knie ein bisschen nach außen, die großen Zehen zueinander. Kuschel dich in diese Haltung. Bring die Handrücken zur Erde und genieß den Moment. Und dann bleib mit dem Geist fokussiert. Auch wenn jetzt gar nicht so viele Erwartungen oder Anforderungen sind in diesem Moment. Bleib trotzdem mit der Aufmerksamkeit ganz bei dir, ganz auf deiner Yogamatte. Es gibt nichts Wichtigeres jetzt, als bei dir zu sein.
Atme wieder tiefer und feiner in den Rücken. Nimm in die Hände Richtung Knie, stütz dich am Boden auf und roll dich langsam hoch in den Fersensitz. Und dann such dir gerne einen gemütlichen Sitz für die nächsten Momente. Das kann der Fersensitz sein, du kannst dich aber gerne auf dem Sitzkissen setzen. Gut, wenn du es bequem gemacht hast, dann lass uns nochmal die Handgelenke mobilisieren. Bring dafür die Hände zueinander und roll über die Handgelenke ab. Und dann wechsel die Richtung. Vielleicht magst du ja selber noch was machen für die Handgelenke, ein bisschen bewegen oder sanft ausschütteln. Okay, und dann komm bitte an. Leg deine Hände auf die Oberschenkel oder Richtung Knie und bring die Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Das ist ein schönes Atem Mudra in unserer Yoga-Tradition. Chin Mudra heißt das. Und ich möchte mit dir jetzt in den Atemfluss wieder eintauchen. Bis jetzt waren wir ja in einer körperlichen Aktivität, also körperlich zentriert, haben versucht, uns immer wieder auszutarieren, eine Balance aufzubauen, uns über die Balance zu zentrieren und versuchen jetzt über die Atmung sie auszubalancieren und den Geist zu zentrieren und zu fokussieren. Das ist eine ganz einfache Atemtechnik. Wir versuchen, die Atmung harmonischer zu gestalten, also der Einatmung und der Ausatmung die gleiche Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Und das funktioniert gut über einen gezählten Rhythmus. Ich würde gerne mit dir 6 Zählzeiten die Atmung und den Atemzug ausdehnen. Also 6 Zählzeiten einatmen und 6 Zählzeiten dann wieder ausatmen. Durch die ersten Runden führe ich dich hindurch. Gut, lass uns nochmal gemeinsam den Sitz justieren und verfeinern. Und wenn er für dich passt, dann schließ die Augen. Ein guter Sitz ist immer die Grundlage für eine freie Atmung. Im Grunde geht es im Yoga immer darum, die Bewegungen, die Asanas so zu praktizieren, dass am Ende der Sitz gut und bequem werden kann. Heute machen wir das über ein zentriertes Gefühl in der Körpermitte, die Kraft im Rumpf, die Stabilität dort. Aus der kannst du dich nochmal so ganz leicht, ganz sanft in eine innere Größe aufrichten nach oben. Finde eine gute Balance aus Spannung und Entspannung. Es braucht eine gewisse Körperspannung, um dich aufzurichten. Zu viel, dann wird alles eher verspannt. Zu wenig, dann sinkst du einfach rein. Finde die richtige Aktivität, die dich aufrichtet. Und dann so viel Entspannung wie möglich. Und dann spür die Atmung, wie sie jetzt fließt. Folge ihrem Fluss. Und da, wo du die Atmung besonders gut spürst, da, wo sie jetzt so schön hineinfließt in deinen Körper, lass sie dort ein wenig tiefer und feiner hineinströmen. Spür ruhig auch mal, wie die Atmung deinen Körper mitschwingen lässt. Und dann lass uns gemeinsam beginnen, die Atmung zu harmonisieren. Wir werden 6 Atemzählzeiten dafür nutzen. Ich bitte dich, vorher noch einmal in Ruhe und etwas tiefer einzuatmen und dann auch in Ruhe tief wieder auszuatmen.
dass uns gemeinsam 6 Zählzeiten einatmen, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 Zählzeiten aus, 2, 3, 4, 5, 6 und einatmen, 2, 3, 4, 5, 6 und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, einatmen, 2, 3, 4, 5, 6 und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6 und einatmen. Mach das für dich weiter, zähl weiter. Du kannst auch langsamer zählen, wenn es sich anbietet. Beginn nach dieser Runde noch eine neue Runde. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, dann beende und lass die Atmung frei fließen. Bleib weiter bei der Atmung und beobachte, wie sie jetzt ist. Folge dem eigenen Fluss, den sie jetzt findet. Das Beobachten der Atmung ist eine schöne Aufgabe für den Geist. Denn wenn du die Atmung beobachtest, hat er eine Aufgabe, eine Funktion. Das hilft, dass er nicht gleich wieder sich ablenken lässt. Und die Atmung führt dich zu dir, nach innen, die innere Aufmerksamkeit, die eigene Wahrnehmung. Das ist auch ein schöner Ausgleich, eine schöne Balance für den Alltag. Im Alltag sind wir immer nach außen fixiert, in die Welt, in die Eindrücke, die Aufgaben, die an uns gestellt werden, die Rollen, die wir annehmen müssen, das, was von außen auf uns einströmt. Und Yoga ist eine fantastische Möglichkeit, mal den Ausgleich zu finden und bei sich wieder anzukommen, sich selbst zu spüren, Zeit für sich zu finden. Ich möchte dich einladen, dieses ganz große Thema der Balance auch im Alltag zu integrieren. Balance geht weit über die Körperbalanceübungen hinaus. Balance führt uns immer auch in andere Themen, die nicht immer in einem Gleichgewicht oder in einer Harmonie sind. Ja, wie oft haben wir im Alltag Zeit, mal was für uns selber zu tun? Wir sind ja eigentlich nur im Äußeren unterwegs und erfüllen die Aufgaben, müssen Dingen gerecht werden, aber selten ist Zeit für uns selbst. Wie oft ist unser Tag aus Aktivität, dem Tun, dem Machen, der Schnelllebigkeit geprägt? Und wie wenig Zeit haben wir für uns selbst?
Wie wenig Entspannung und Muße schenken wir uns? Es gibt so viel, was zu tun ist, und so wenig Zeit zum Durchatmen. Manchmal ist so wenig Zeit, dass wir das Ausatmen vergessen und überhaupt nicht die Atmung fühlen, obwohl es so viele zehntausende Möglichkeiten am Tag gibt, mal der Atmung zu folgen, sie zu genießen, so wie jetzt. Und so wünsche ich dir aus dieser Stunde heraus, dass es dir gelingen mag, immer wieder eine Balance zu finden zwischen verschiedenen Polen, wenn du dort spürst, dass da eine Disbalance ist. Und ich wünsche dir, dass du Gelegenheiten findest, Dinge wieder in die richtige Balance zu bringen. Wenn du möchtest, dann bietet sich im Anschluss für diese Stunde noch Shavasana an. Noch eine wunderbare Zeit für dich. Jetzt bist du einmal auf der Yogamatte, hast dir Zeit geschenkt. Du kannst das gerne tun, auch wenn wir uns gemeinsam erst einmal verabschieden. Bring dazu bitte die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander. Dann atme nochmal in Ruhe tief ein und dann tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus und schwing sie über die Seite nach oben, über deinen Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, führe sie vor deine Stirn, dann vor deinen Mund, dann vor dein Herz. Öffne dich noch einmal mit dem Einatmen, breite die Arme über die Seite nach oben aus und komm mit dem Ausatmen wieder zurück zum Herz. Wenn du hier ankommst und es für dich gut anfühlt, dann verneig dich gerne mit einem Danke für die Zeit, die du dir selbst schenktest und auch mir gabst, das Vertrauen für dich und diese Zeit, die ganz für dich bestimmt war. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten. Ich danke dir auch herzlich, dass du dir die Aufmerksamkeit für mich schenktest, dass ich dich begleiten durfte durch diese Praxis hindurch. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Tage und freue mich natürlich ganz dolle, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Namaste.